Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Ja, wir haben uns Dende geholt und jetzt machen wir uns auf den Weg, um Dragon Balls wieder zu finden. Jetzt haben wir ja wieder neue und können uns sogar mehr als nur einen Wunsch erfüllen lassen. Und ja, machen wir das doch gleich mal. Aber zuerst gehen wir zu Meister Quitte, weil der hat noch ein paar Bohnen vor uns. Willkommen zurück, die Sensobohnen sind bereit. Setze sie gut ein. 9 Stücke, immerhin. So, dann gucken wir mal. Weltkarte. Da oben. Dann können wir die Mission auch gleich machen. Dann machen wir ein paar die Nebenquests mit Son Goku jetzt auch mit. Dann haben wir das Kompetenz. So, dann, dazu müssen wir da lang. Zu Achti. So. Lauf doch. Springen und laufen. Das kann er am besten. Wow, zu weit. Hallo Achti. Was? Achter, bist du das? Du bist das. Aha, wer bist du? Was? Ach, sorry. Ich bin ein Super Saiyajin. Da hast du mich wohl nicht gleich erkannt, was? Ich sehe etwas anders aus. Aber ich bin Son Goku. Oh, Son Goku. Lange nicht gesehen. Was machst du denn ganz allein an einem solchen Ort? Ich sammle Feuerholz, aber normalerweise schaufle ich Schnee. Dieser Winter ist ziemlich streng, also ist es gefährlich rauszugehen. Aber mir macht die Kälte nichts, deswegen sammle ich Feuerholz. Du bist echt nett, Achter. Aber ich stecke in Schwierigkeiten. Der Computer in meinem Körper spinnt. Wenn er heil wäre, könnte ich mehr Feuerholz sammeln. Huch, vielleicht bist du einfach nur hungrig. Du solltest etwas essen. Nein, das reicht nicht, um mich zu reparieren. Kennst du jemanden, der mir helfen könnte? Lass mich mal überlegen. Bulma, Mensch, überleg doch mal. Für immer Freunde. Ja, ich glaube, Bulmas Vater könnte das. Wirklich? Was? Tja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich werde ihn mal fragen. Nimm ihn doch mit. Und? Was denkst du? So, ja, na. Also ich habe noch nicht alle erforderlichen Daten. Wenn ich ein paar technische Dokumente über ihn hätte, könnte es was werden. Krillin und die anderen haben in Geros Labor die Entwürfe von 16, 17 und 18 gefunden. Kannst du die nicht gebrauchen? C8 wurde nicht nach einem Menschen gebaut. Er ist wie C16, bloß wesentlich älter. Ich bin ein sehr alter Cyborg. Was? Dann werde ich mich mal zum Labor aufmachen. Vielleicht finde ich daher was. Oh, danke, Son Goku. So. Ja. Ja, dann werden wir das mal machen. Nee, hier geht's ja nicht raus. Wir gehen hier lang. So, gibt's hier noch was? Warte mal, können wir nicht einen Trainingsraum hier auch richtig? Nein, okay. Ich dachte, man kann da auch richtig rein vielleicht. Wäre auch lustig geworden. So. Na dann schauen wir mal. So. Weltkarte. Da ist auch gleich ein Dragon Ball, den können wir gleich mal mitnehmen. Nee, ich muss woanders dann hin, okay. Wo ist denn da? Ach du Scheiße, so weit. Mal schauen, wie weit. Ich hoffe nicht allzu weit. Ach, sieht man sehr viel. Staub aufwühlen, das kann er auf jeden Fall. Ach ne, muss ich jetzt echt da hoch? Ich hoffe nicht hoch.
komplett so komplett oder? Ja. Sieht danach aus. Alles klar, noch ein kleines Stück und dann haben wir's. So. Und hier ist der erste Dragon Ball. Der mit 5 Sternen. Ach ne, 6 Sterne. Ich kann schon nicht erzählen. Ja, das sehe ich auch. So. So, dann gehen wir mal dahin. Gucken wir mal in Dr. Gerus Labor in der Nähe. Mal schauen, ob wir da was finden. So. Landeerlaubnis. Nochmal ein bisschen springen, ne? So kommt man immer noch schneller voran, als wenn ich jetzt fliegen würde. Aber wenn ich so fliegen kann, geht's ja. Aber wenn der wieder so kacke steuert, dann geht's wieder nicht. Gut. Na gut, wir haben ja fast geschafft schon. Wir sind ja gleich da. So. Da sind auch die ganzen Teile. Sehr gut. Damit kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Das war zu doof. Nein, verschieben brauchst du die Sachen nicht. Hier oben liegen doch die Sachen teilweise alle rum. Und das hier. Okay. Alles kompletter Schrott bisher. Da liegt noch was. Hey, genau das brauchen wir. Hä? Was ist das? Alarm, Eindringlinge. Was zur? Ist das irgendein Laborroboter? Töten, töten. Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber wenn du dich mit mir anlegen willst, dann komm ruhig. Ja. Kleines Kämpfchen. Kann man ja machen. Dann können wir gleich noch ein bisschen aufsteigen. Stufen. Natürlich wurde der erstmal geheilt. Ich glaube, es hat. Auch den Roboter zu heilen, da Scheiß. Roboter. So ein Erholungsroboter. Das gibt's ja nicht. Weg mit dir, Erbs. Ich wollte dich eigentlich im Endkampf besiegen, aber wenn ich nochmal nicht so eine Nervensäge mache. Puh, damit wäre der Roboter erledigt. Was habe ich da vorhin aufgesammelt? Es ist zwar etwas angeguckt, sieht aber nach einer alten Akte aus. Mal sehen, was da steht. C16, Dr. Gero, nachempfunden. Was ist das? Was steht auf der anderen Seite? Was steht auf den anderen Seiten? Hey, Volltreffer, C8. Ich kann zwar nicht entziffern, aber das muss das sein, wonach wir suchen. Ich zeige das lieber Dr. Briefs. Na dann, geh mal hin. Hoho! Oh, du hast mir die Dokumente mitgebracht. Und kannst du damit 8er reparieren? Ja, müsste ich. Komm mit C8. Oh, okay. Ich komme zurück, Son Goku. Klar doch, Kumpel. Na, das sollte ja schnell gehen, wa? Dank der Dokumente, die Son Goku gefunden hat, konnte C8 repariert werden. Sieh dich mal an. Siehst schon viel besser aus, 8er. Ja, ich bin so gut wie neu. Mann, Thomas! Dieser Dr. Gero war wirklich ein Genie. Er hat vor fast 20 Jahren schon einen so eindrucksvollen Cyborg wie C8 erschaffen. Aber der Doktor hat mir gesagt, ich sei ein Fehler. Was soll an dir bitte ein Fehler sein? Er muss da irgendwelche besonderen Kriterien für seine Schöpfungen gehabt haben.
Aber ich bin froh, dass ich ein Fehler bin, sonst wären wir keine Freunde geworden. Ich freue mich auch, dass wir Freunde geworden sind, Achter. Du hast mir im Muskelturm sehr geholfen. Was? Hier, ich bring dich hin. Okay, danke. So, damit hätten wir die Nebenquest auch erledigt. Dann machen wir noch die anderen und dann sind wir komplett fertig. Tada! Bis dann, Achter. Tschüss, Goku. Bis bald. So. 136.000 Erfahrungspunkte. 5D-Medaillen noch dazu. Sehr gut. Läuft doch. Was will man mehr? So, was haben wir hier? Wurzelblattstiel. Alles klar. Okay. Gucken wir mal. Ah, hier haben wir noch einen Dragon Ball. Den müssen wir uns noch holen. Welche Richtung? Karte. Da. Ach, da rüber. Ja, das sage ich auch immer. So. Geh mal nach oben. Sollst du dich ins Wasser? Ja gut, dann kämpf ich erstmal. Gegen die kommst du ja super ran. Und natürlich wird er geheilt erstmal, ich glaub's ja. So, dann ist der. Aua! Und der ist auch weg. Alter, was ist denn das? So, weg mit dir. Und weg mit dir. So, geht doch. Nein. So, ja, ich gehe schon automatisch runter. So, da hinten hin muss ich. Boah, ist ja noch ein arschweiter Weg. Ja gut, dann werden wir hier mal runtergehen. Oder auch nicht. Na! Jetzt auf zu spinnen hier. Jetzt muss ich mir irgendwie einen Weg durchbahnen hier zu Fuß auch noch. So, das reicht. So, wir sind gleich da. So. Ja, es ist irgendwie keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mit dem Controller werde ich, wie gesagt, mal gucken, ob ich da was anderes machen kann. Also Tastatur werde ich auf jeden Fall nicht machen, das ist mir zu kompliziert. Die Steuerung. Da lasse ich es lieber beim Controller. Ist für bequemer und einfacher auch. So, dann gehen wir mal hier die Nebenquest machen und den Dragon Ball können wir auch gleich suchen hier. Mal schauen, das war ja Muten Roshi, der hat was für uns gehabt. So, was haben wir denn, Muten Roshi? Achso. Hey Muten Roshi, hey Krillin. Oh. Oh, Son Goku. Ja. Hey Son Goku, was läuft? Eigentlich nichts. Ich habe mich nur gefragt, ob ihr irgendwelche lustigen neuen Trainingsarten kennt. Welches Training hast du in letzter Zeit absolviert, Krillin? Milchlieferungen und in einem Schildkrötenpanzer das Land mit bloßen Händen bestellen? Nein, keine Schildkrötenpanzer für mich. Krillin könnte mittlerweile bestimmt problemlos mit einem 50 Kilo Schildkrötenpanzer klarkommen. Naja, sogar ein bisschen mehr.
Mann, das weckt Erinnerungen. Es hat Spaß gemacht, mit dir für das Weltturnier zu trainieren. Oh ja, wie es diesem Jackie Chun-Typen wohl geht, gegen den wir gekämpft haben. Er war damals schon ziemlich alt, also wer weiß. Kudia! Tja, Entschuldigung, dass ich alt bin. Hä? Wir haben nicht von dir geredet, Mutroshi. Oh, genau. Da habe ich wohl was falsch verstanden. Ich weiß auch noch, wie ich gegen dich beim Turnier gekämpft habe, Son Goku. Das war ein ziemlich hitziges Match. Das war es in der Tat. Warum kämpft ihr nicht jetzt gegeneinander? Bist du verrückt? Son Goku würde mich fertig machen. Ich interessiere mich nicht für den Sieger oder Verlierer. Ich will nur sehen, wie sehr ihr euch verbessert habt. Und Son Goku, kämpfst du gegen Krillin? Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Meister. Meister fast ohne Zähne. Also viel hat er nicht mehr. Hey, klingt gut. Ich habe schon länger Lust drauf, gegen ihn zu kämpfen. Okay, dann mal los. Aber halt dich bei mir wenigstens ein bisschen zurück, okay? Na, mal schauen.